außen Harper Seabrook und Dwight Anas. Zweiter Reihe, dann innen Domingo Bello. Alle Pferde hinter dem Startfahrzeug. Hinterlässt da schon Spuren und glücklicherweise das letzte Rennen hier für die Trab. Und das ist der Start im Preis der Möbel Rufli AG Untrenkfelden. Geht hier mit der Nummer 5, 14 of July. Wir erwarten mit John Bernard Matte direkt an die Spitze. Und dann haben wir innen Fabregas, Impact de Colmin, der Favorit an der Außenseite, geht jetzt an die Spitze. Impact de Colmin vorbei an 14th of July. Impact de Colmin, 14th of July, Guayanas an der Außenseite, Fabregas, dann Harper Seabrook und hinten Domingo Bello und Coq Davron. So geht es hier auf die Gegenseite mit Impact de Colmin und Guayanas. 14th of July und Elatori ist da. Dann Harper Seabrook und Fabregas. Dahinter das Duo mit Domingo Bello und Coq Davron. In guter Fahrt geht hier Guayanas. Guayanas übernimmt die Führung vor Impact de Colmin, außen Elatori. Guayanas, Impact de Colmin, Elatori, 14th of July. Harper Seabrook, Fabregas, dann Domingo Bello und Coq Davron am Schluss des Feldes. So kommen die Pferde aus dem Bogen, angeführt das ganze Feld von Guayanas. Impact de Colmin geht jetzt hier resolut heran und genauso resolut an die Spitze. Der Favorit, Impact de Colmin. Im Preis der Möbel Rufli AG in unteren Feldern, das Feld vor den Tribünen. Impact de Colmin, Guayanas, Elatori, 14th of July, Fabregas, dann Harper Seabrook, Domingo Bello und Coq Davron an der Innenseite. Vorne geht Impact de Colmin. Ein guter Fahrt jetzt, in gutem Tempo. Impact de Colmin, Guayanas, Elatori, 14th of July. Hat schon eine Lücke jetzt zu Elatori. Aber wieder geschlossen. Dann haben wir Fabregas. Eine Länge dann vor Harper Seabrook, Domingo Bello und Coq Davron. So kommen die Pferde auf die Gegenseite. In guter Fahrt Impact de Colmin. Dann Guayanas, Elatori und 14th of July. Dann noch Fabregas. Die anderen hier haben im Moment etwas Mühe. Da fehlt ist auch eine Lücke von zwei Längen für Harper Seabrook, dann Domingo Bello und Coq Davron. Impact de Colmin. Dahinter lauert Guayanas. Genauso Elatori. Und auch 14th of July und Fabregas. Impact de Colmin. Mit Xavier Bove. Vor Guayanas mit Barbara Ebischer. Und Elatori mit Victor Núñez de Oliveira. Diese drei führen das Feld hier in Einlauf und ein Fehler von Elatori im Galopp. Muss korrigiert werden und das macht die Bahn frei für 14th of July. Vorne aber ist es Guayanas und an der Innenseite Impact de Colmin. Impact de Colmin, Guayanas, 14th of July, Fabregas ist da. Aber vorne geht Impact de Colmin nach Hause mit diesem Sieg. Impact de Colmin gewinnt vor Guayanas. Und dann kommt 14th of July, Fabregas, Elatori und dann hier Domingo Bello.
Und hier verabschieden wir auch Harper Seabrook. Dann 14th of July. Gut gemacht, Domingo Bello. Und hier kommt der provisorische Einlauf in diesem siebten Rennensieger, die 2, Impact de Culmin, zweiter.